Okay, ich bin jetzt einmal rum, aber ich höre von hier noch einen Zombie. Alter. Ich glaube, ich habe die Kohle gehört. Über mir. Komm, mach nochmal ein Geräusch. Ich hätte es fast hier oben gesagt. Nochmal. Boah, wird immer lauter. Oh! Scheiße. Deswegen wurde das Skelett immer lauter. Also ohne Scheiß, ich glaube, mein Gehör war mal besser. Oh nein, ich bin schon wieder voll. Weg mit den... Na komm, Kohle. Scheiß halt auf die Kohle. Jetzt geh ich hier wieder nach unten, ey. Wie behindert. Gleich weiß ich gar nicht mehr, wo ich bin. Okay, ich laufe erstmal zurück. Boah! Woher wissen die denn, wo ich bin? Autsch. Eigentlich muss ich den Skeletten nur noch folgen. Bestimmt hier. Warte, jetzt fällt es ja wieder ein. Hier. Nein, da nicht. Hier. Hä? Egal. Hier mit dem Kies. Können wir gleich schon wieder im Bett schnurren oder im Bett aufstellen in so ein Dorfbewohnerhaus. Oh, da hinten ist noch dunkel. Da war ich aber schon. Hä? Aber irgendwo müssen ja die Skelette gerade hergekommen sein. Die kommen ja nicht einfach... Ja, oder, oh, eigentlich schon. Eigentlich kommen die doch einfach so, weil die spawnen. Aber mit dieser Wegfindung ist ja echt gruselig teilweise. Die sind bestimmt über mir, die Wichser. Okay, ich geh mal raus. Also wenn ich mal suche, kann ich immer noch hin. Das wäre cool, wenn die Dorfbewohner hier reingehen würden und farmen. Dann, hey Junge, ich brauche ein paar Steine, kannst du holen? Oh. Altfurze. Oh, Mist, Enderman. Zombie? Vielleicht soll ich mit gesenktem Haupt hier durchlaufen. Ja. Also ich bin hier gerade ganz locker flockig reingekommen, glaube ich. Aber wo komme ich denn hier wieder raus? Oh. Ich glaube, hier bin ich auch... Ja. Aber ich habe mal eben eine Idee. Ich mach mal... Oh! Oh nein, oh nein, oh nein! Boah! Ein Attentat. Oh, krass. Ui. Ich muss schnell hier weg. Genau, Enderman mir nach. Oh, jetzt ist aber dunkel. So. Boah, ich bin nach vorne gerutscht im Bett. Oh, ich lebe noch. Alter, krass, kommt der Creeper einfach raus und bämmt den Sand über mir weg. Der hätte aber richtig tödlich enden können.
Muss ich gerade so vorstellen, man kommt nicht mehr raus. Man wird erdrückt vom Sand, die Items gehen weg. Nein. Ey, ich will doch nur hier raus. Ah, hier. Hier komme ich raus. Hier komme ich raus. Muss das gleich zuschütten mit Sand. Ui. Ja, genau. Lauf. Oh, fuck. Okay, war hier nicht noch ein Creeper? Creeper? Creeper-Alarm? Da ist noch einer. Headshot. Oh Mann, jetzt ist er weg. Okay, EP holen. More EP. Und der Creeper wird da um die Ecke warten. Lauern wird er lauern. Da ist er. Ja, sauber. Ansonsten ist die Ebene eigentlich clean. Aber da muss ich mal hin, dass da auch Licht drin ist. Oh, guck mal, ein Sandberg. Krass, hier wechseln sich die Chunks ab. Okay, fangen wir mal an mit Sand ist okay. Ja, genau. Total die brüchige Konstruktion hier. Wer will denn hier wohnen? Ich überlege gerade, wie ich hier was machen könnte, womit ich das auch wiederfinde. Wiederfind. Ah, ich mache das jetzt erstmal zu. Auf der Höhe. Weil komplett zuschütten möchte ich das jetzt auch nicht. Licht ist ja da drin, so viel ich weiß. Obwohl, ich mache nochmal so. Jetzt bauen wir da was hin. Ah, geht doch. Na komm, und da auch noch was hin. Wenn man da seine Ruhe hat. Vor spontan Spawnern. Ah ja, genau, hier drunter noch. Oder kann ich ja genauso gut so machen. Jetzt brauche ich Sand. Und Kies. Sand und Kies. Hoit! Oh. Genau, so passt. Und jetzt meine Schaufel rausgeholt. Und ich glaube, ich weiß, wo ich den Eingang zu dieser unglaublichen Mine... Ne, okay, unglaublich war sie nicht. Aber sehr überraschend. Mit überraschenden Aktionen. Und ich glaube doch, dass sie da unten noch weitergeht. Deswegen werde ich da bestimmt mal irgendwann nochmal erforschen. Hier so eine kleine Oase ist ja auch nicht verkehrt. Aber alles optisch richtig und ansprechend. Aber die ist viel zu tief. Von ab. Das Wasserloch ist viel zu tief. Mehr Sand, so. Ich glaube, hier kann ich meine ganze Tonne Sand irgendwie reinschütten. Aber zur Mine mache ich dann hier mal hin. Moment, da geht's hoch, hier geht's runter. Wahrscheinlich eh irgendwann die Dorfbewohner rumgammeln. Gammeln hier schön rum. So, wer braucht denn schon Wasser in der Wüste? Das war ein verdammt großes Loch.
Ah Mist, ich muss ja jetzt eh gleich wieder was weg. Oh, ne, doch nicht. Eben das wegschütten. Und mein Haus habe ich dahin immer noch nicht weitergebaut. Nein. Boah, nur noch 42 Sand. Ich glaube es doch nicht. So, jetzt ganz einfach. Hier geht es runter. Aber komm, dann kann der die Bahn ja auch noch weg. Ist das Feld halt eine Ebene höher. Macht ja auch nichts. Das haben viele Bauern so. Der Wind kam von da und hat den Sand hier so angeschwemmt, wollte ich gerade schon sagen. Haha, und jetzt noch die Stufen. Genial. Kommt hier nur ein Sand hin? Können wetten, die Dorfbewohner gammeln ja echt danach herum. Aber bei meinem Glück falle ich jetzt wieder irgendwo in der Höhle rein. Ein Sandblock zu viel weggemacht und schon ist man unten. Oh, nur noch vier Treppen. Okay, eine noch. Eine noch nach unten. Hier ist dann so die Mine der Dorfbewohner. Und für mich. Ja, ich glaube, so könnte es dann bleiben. Jetzt muss ich hier einen Eingang reinmachen. Sollte ja da reinführen, wenn ich mich recht erinnere. Wahrscheinlich nicht. Okay, jetzt brauche ich doch wieder eine Werkbank für Stufen. Ja, hallo? Jetzt finde ich das nicht mehr. Hallo? Hallo? Die Mine der Dorfbewohner, wo gar keine Mine ist. Immer wieder eine Überraschung. Und ihr seht wahrscheinlich auch nichts, genau wie ich. Da ist Eisen. Auf der anderen Seite von Eisen ist bestimmt die Höhle. Alter, wollen wir jetzt verarschen? Aber egal, ich mache jetzt nochmal zwei breiten paar Fackeln hier rein. Den Eingang hier rechts stopfe ich nochmal zu. Ich meine, ich muss sie ja jetzt nicht finden. Aber ist zumindest schon mal eine gute Erinnerung an die Höhle. Stimmt genau hier hinter jetzt. Und es wird heller, sauber. Ach verdammt, jetzt habe ich keinen Clean Stone mehr. Aber egal, brauche ich auch nicht. Genauso wie ich keine Stufen mehr habe. So, hier kommt dann noch Gravel hin. Da geht die Treppe runter. Hier kommt auch noch Gravel hin. Da kommt ganz einfacher Sand hin. Okay, der Sandstein sollte hier auf jeden Fall bleiben. Sonst geht es nämlich abwärts. So, dann hier noch ein bisschen Sand rein. Passt.
Ja, okay, ist die Mine der Dorfbewohner, so wie es eigentlich sein sollte. Ist in Ordnung. Gut, hier geht die Treppe hoch. Hier ist dann nochmal eine Stufe in das Haus. Nein, wer war das denn wieder? Ah ja, genau, hier sollte Gravel rein, richtig. Aber ich jetzt erst mal pennen. Mann, da habe ich mir ein super Haus ausgesucht. Könnte gefährlicher werden, sage ich aber jedes Mal. Ah, ich glaube, das Schlafen ist sicherer geworden. So, nochmal eben vorgewissern, dass hier keine Creeper rumrennen. Sieht nicht so aus, sauber. Jetzt ein paar Melonen reinziehen und dann mit Gravel hier alles auspflastern. Ich habe ja einiges aus der Höhle rausgeholt. Sauber. Geil. Dann steht dem Einzug nichts mehr im Wege. Nein! Da habe ich schon 10 Parts jetzt. Hauptsache ich grade das Dorf ab. Upgrade für das Dorf. Auch geil, da die Lampe. Die kommt auch weg, aber nicht jetzt. Wollte schon sagen, kann doch nicht alles sein. Hier kommt auf jeden Fall jetzt noch Sand zwischen. Der dann hier so schräg ausläuft.